Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder so zahlreich einschaltet. Worum geht es heute? Natürlich um den Nobelshare. Und zwar um eure Gewinnervideos, beziehungsweise um die Videos, die ihr eingereicht habt, damit ihr gewinnen könnt. Ja, zuerst einmal, ja, wie ihr seht, meine Haarfarbe hat sich etwas geändert. Wenn ihr diese Haarfarbe feiert, dann schreibt ihr einfach mal schon gleich am Anfang Hashtag Gandalf in die Kommentare. Wenn ihr sie nicht feiert und meine alte Haarfarbe zurückhaben möchtet, dann schreibt ihr einfach Hashtag Barbie in die Kommentare. Ich bin mal sehr gespannt, ob sie euch gefällt oder ob ihr das normale Blond wieder haben möchtet. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Also ich habe jetzt mal den Hashtag hier geöffnet. Der Hashtag war ja Nobel Lucy, unter dem wir gesucht haben. Es sind insgesamt 110 Beiträge zusammengekommen. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Also wir müssen halt eben bedenken, klar, dass so ein YouTube-Video hat halt mega viele Aufrufe, aber es ist ja eine Challenge gewesen oder ihr solltet euch ja kreativ ausleben und es ist klar, dass nicht jeder Bock hat oder in der Woche Zeit hat, ein geiles Video zu drehen, um das hier einzureichen. Also ich finde 110 Videos sind echt eine gute Zahl in der Woche. Da bin ich sehr froh und ich freue mich mega, dass ihr euch so zahlreich beteiligt habt. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst, dass keiner mitmacht und ich auf meinem Stuhl sitzen bleibe, was nicht so schlimm gewesen wäre, denn ich sitze da sehr gerne drauf. Aber ja, ich habe jetzt mal eine Vorauswahl getroffen. Ich habe, glaube ich, 14 Videos schon mal in die Tab-Leiste gepackt und geöffnet. Also die mir einfach am meisten zugesagt haben, da wo Leute wirklich sich kreativ beteiligt haben, wo coole Sachen zusammengekommen sind. Ich würde sagen, wir starten mit den Videos und ihr könnt natürlich abstimmen, denn ihr entscheidet, die Community entscheidet, wer diesen Stuhl gewonnen hat. Das ist mir sehr, sehr wichtig, denn ich finde es irgendwie immer doof, wenn man jemanden per Zufall oder so auslost. Und deshalb habe ich in die Kommentare jetzt Video 1, 2, 3 und so weiter bis 14 geschrieben. Oder ich weiß nicht genau, ich glaube es sind 14. Jedenfalls habe ich die in die Kommentare gepackt. Und es geht jetzt natürlich darum, wer bis nächste Woche welches Kommentar die meisten Likes hat. Also wenn euch ein Video gefällt oder wenn ihr meint, das ist das Gewinnervideo, ich habe jetzt das 7. Video gezeigt und ihr sagt, das ist es, dann liked ihr einfach den Kommentar zum 7. Video und dann hoffen wir mal, dass wir einen Gewinner ermitteln können. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Sache, denn ihr entscheidet und das ist mir ganz, ganz wichtig. 3, 2, 1, ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Video. Hallo Lucy, ich bräuchte den Stuhl, weil meine Katzen neben dem Kratzbaum leider auch meinen Stuhl als Kratzbaum genutzt haben. Erstmal absolut, oh, sorry dafür, dass ich dein Video hier shoppe. Natürlich wieder besser Gesichtsausdruck. Erstmal, Alter, die Katze ist ja wohl mal mega süß. Männer und Katzen erobern immer mein Herz. Da kann ich nicht weggucken. Vor allem diese Katze ist mega nice, dass sie da hinten halt auch noch was fängt im Hintergrund. Voll der gute Schnappschuss geworden. Da ist sie. Auch nicht so eine Filmkatze. Hallo Lucy, ich bräuchte den Stuhl. Ja, das war's. Katze. Also, ich finde, er hat sich wenigstens Gedanken gemacht. Seine Katze ist mega süß und Männer und Katzen. Das musste halt mit rein. Fangen wir mit dem nächsten Video an. Das ist von Rostdeutscher Markus. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Die haben sich auf jeden Fall auch Gedanken gemacht. Hashtag Nobel Lucy auf jeden Fall. Sie ist ja wohl mal eine echt süße Maus, muss man sagen. Ich bin mir zwar noch nicht ganz sicher, was er da jetzt so wildes treibt, weil eigentlich ist es ja immer so, dass der Mann auf dem Stuhl sitzt und die Frau um sie rumtanzt. Hier scheint es doch etwas anders zu sein. Mal gucken, was er da jetzt wildes macht und ob es hier wild zur Sache geht. Aha. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, den Sinn dieses Videos verstanden. Jedes Mal wieder dieser Scheißstuhl. Richtig. Habt ihr das Handtuch gesehen? Die haben sogar mein Handtuch aufgehangen. Nice. Und Lucy, wir wollen den Stuhl von dir. Sogar das zweite Handtuch hatte. Wie heftig. Also echt richtig süß. Ich finde, die haben sich voll Gedanken gemacht, auch mit dem Hashtag auf dem Stuhl. Fand ich echt eine süße Idee. Schöne Frauen in einem Video zu haben, ich kann ihn verstehen. Ich habe mir auch schöne Frauen gesucht, um das Video noch ein bisschen aufzupimpen. So, machen wir weiter. Rose Warrior, sie schreibt einzigstes Girl. Mal gucken, was sie macht. Liebe Lucy, und zwar möchte ich auch gerne bei deinem Gewinnspiel mitmachen. Und wie man sieht, sieht man nichts und ich bräuchte... Das ist ja eher so ein kleiner Gammelhocker. Also so ein richtig schöner Stuhl ist das nicht. Das kann ich verstehen. Ich möchte unbedingt einen neuen Stuhl. Das Ding ist halt, wir haben uns gerade ein Haus gekauft. Oh, wie schön. Sie haben auch Katzen, siehst du? Gefühlt alle Frauen, die geil sind, haben Katzen. Also so ein Stuhl wie der von Nobelshare echt super Bumbel hier reinpassen. Dann, yes. Damit man dort in dem Chaos umso mehr schreiben kann. Viele liebe Grüße. Süß. Auf jeden Fall süß. Sie hat halt ihre Wohnung ein bisschen gezeigt. Und ja, dieser komische Hocker da ist auf jeden Fall nicht wert,
Ja, sie ist auch auf jeden Fall mit in der Auswahl. Weiter geht's. Er ist ja wohl schnitttechnisch und kameramäßig, Alter, ganz, ganz vorne dabei, muss man sagen. Er schreibt auch Stuhlporn. Verdammt, ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Nein, bist du nicht. Du hast nochmal Glück gehabt. Ich glaube, er hat das nämlich heute Morgen erst eingesendet. Für 8 Stunden. Jawohl. Nice. Richtig geil. Auch dieser Filter, der da so drüber liegt, der macht das noch so richtig Cinema-Effekt-mäßig. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hat er seinen Stuhl mal mega in Szene gesetzt, Alter. Kranker Typ. Oh, der ist auf jeden Fall auch schon würdig ausgetauscht zu werden, würde ich sagen. Der ist leicht zerstört. Nur ganz leicht. Geil. Und der hat das halt so voll an mein Video halt so angelehnt, ne? Also auch mit den gleichen Posen, sag ich jetzt mal, wie der Stuhl halt so dasteht und so. Richtig geil, ohne Witz. Da war ich echt beeindruckt. Also ich hätte nicht gedacht, dass man das jetzt in der Woche, wenn man normal arbeitet und so weiter, das einfach mal so cool umsetzen kann. Freue ich mich mega. Schneiden kann der gute Mann und filmen. Ja, der gute Alex. Machen wir weiter mit Tula. Tula hat dieses Video eingesendet. Zum ersten Mal in meinem Leben saß ich in der Schule auf einem Stuhl. Das war ein unglaubliches Gefühl. Zu Hause sitzen wir ja immer auf dem Boden und das ist... Okay, er macht das so ein bisschen Comedy-mäßig. Also, ja, mein Humor hat das jetzt nicht zu 300% getroffen, aber ich warte mal ab, vielleicht kommt noch was noch Besseres im Video. Sehr hart. Das ist meine Intention, zu gewinnen. Ich will wenigstens einmal mit meinem kleinen 1,73 auf andere herablegen können. Und abonniert meinen Kanal. Tula YouTube. Auf YouTube, Instagram und Twitter. Peace and out. Er wollte sich so ein bisschen selber pushen. Es sei ihm gegönnt. Ich habe mir seinen YouTube-Kanal noch nicht angeguckt. Ich werde aber auf jeden Fall mal vorbeischauen und ja. Machen wir weiter. Mit Elina D. Lucy, ich wollte für meinen Freund den Stuhl gewinnen. Und deswegen habe ich für dich ein kleines, süßes, kreatives Video vorbereitet. Also erstmal... sie ist richtig, richtig süß. Ich mag Mädels, die so ein bisschen dickere Wangen haben oder so ein, halt so ein schönes Gesicht. Auch ihr Lippenstift und so gefällt mir. Sie hat sowas ganz zart, also sie hat sowas Zartes und Süßes irgendwie. Also gefällt mir richtig gut. Süßes Mädchen. Also ich kann verstehen, warum sie einen Freund hat. Und der Lippenstift passt halt auch übelkrank zu ihr, finde ich. Es gibt nicht so viele Menschen, die roten Lippenstift vertragen, finde ich. Heftig, sie hat erstmal die Musik aus meinem Video geklaut und ich denke mal, ich tippe mal darauf, dass sie so ein bisschen nachstellt wird jetzt. Also ich weiß es halt nicht, aber mal sehen. Ja, Mann. Sie stellt es ja voll nach. Sie ist voll genau mein Move, Alter. Wie ich da so drüber hänge, voll geil. Und man muss sagen, die Frau... hat echt Stil, ne? Also ihre Klamotten sehen echt gut aus. Auch genau die Detailshots und so. Die Frau ist auch echt gut. Also das sieht aus, als wenn es mit dem Handy gefilmt ist, aber halt mega gut geschnitten. Also auch ein Filter drüber und so. Ich finde, sie hat sich auch mega Gedanken gemacht. Also wie gesagt, da bin ich ja echt überrascht, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt. Sie hat es definitiv verdient, hier reinzukommen, absolut. Machen wir weiter. Wir gucken uns mal an, was Jackie eingereicht hat. Ich habe es mir übrigens auch noch nicht angeguckt. Hey, liebe Lucy. Erstmal, ja, es ist Jackie. Ihr müsst wissen dazu, Jackie liebt es, sich zu schminken. Und Jackie hat eine kleine, ist leider ein bisschen Make-up... Holic sozusagen, ein Make-up-Holic, kann man das so sagen. Sie liebt auf jeden Fall, sich zu schminken und so. Und ihre Idee ist es, glaube ich, dass sie sich einfach dieses Noble-Share-Zeichen auf die Lippen gemalt hat. Voll süß. Und mega nice, dass sie einfach mitmacht, weil sie ist meine beste Freundin. Und finde ich irgendwie voll lustig. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass sie das macht, aber always nice. Gute Freunde sind immer wichtig. Ich würde gerne an einem Gewinnspiel teilnehmen. Der Grund dafür ist, dass mein Freund seinen Stuhl seit über 10 Jahren hat. Er entsprechend durchgesessen ist. Man sitzt dort. Also ihr Freund ist auch ein sehr guter Freund von mir, Moritz.
auch Mosi genannt. Und die zocken halt beide immer extrem, beziehungsweise wir zu dritt. Deshalb kenne ich die Stories, wenn der Stuhl halt wieder knarrt oder wenn das Ding halt wieder halt zusammenbricht. Dann regen wir uns immer gegenseitig auf, dass Mosi doch mal einen neuen Stuhl haben könnte. Und ich glaube, sie bewirbt sich einfach für Mosis Stuhl. Wird schon mit einem T-Shirt schöner gemacht, damit es nicht so klebt und nicht so weh tut, wenn man wieder aufsteht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich gewinnen würde. Schönen Abend noch. Süß. Ja, das ist Jackie. Jackie hat es auf jeden Fall verdient, beziehungsweise Mosi. Ich schreibe jetzt, wie gesagt, die Videos in die Kommentare. Das war jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Video 7 war das jetzt. Machen wir weiter mit Video Nummer 8. Ihr entscheidet. Mit Schock.Nobelchair. Ich tippe mal darauf, dass er sich einen extra Account gemacht hat, um an dem Video-Contest teilzunehmen. Ja, es ist wie es ist. Weiter geht's. Und zwar würde ich einen Nobelchair geben. Oh, eine Katze, die was bist du denn Süßes? Ich hatte auch mal eine ganz, ganz schwarze Katze. Und meine allererste Katze, die ich hatte, hieß Paula und war auch so ein rabenschwarzes Tier. Und die war ganz süß. Sie erinnert mich wohl an sie. Schöner Stuhl, auf dem ich im Moment sitze. Oh. Endlich für sich alleine hat. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ich verbringe sehr viel. Also ja, man kennt's. Katzen und Stühle sind immer ein kleines Kriegsfuß-Thema. Ich hatte am PC, weil ich Videos bearbeite und cutte. Und auf dem Scheiß ist es wirklich unbequem. Man sieht ja auch den ganzen Stuhl. Heftig, Alter. Er hat aber echt so den schlimmsten Stuhl, glaube ich, den man sich vorstellen kann. Also. Weil ich noch herrutsche. Und er versaut sich auch schon seinen Boden. Ich kann ihn verstehen. Ja, da geht der Boden sehr schnell kaputt. Und so ein Nobelchair wäre auf jeden Fall echt was Feines. Ja, ist halt Nobel, ne? Ist halt Nobel, ja. Hat er recht. Die Nobel-Chair-Stühle sind halt auch qualitativ mega krank. Nice. Weiter geht's. Ihn fand ich irgendwie ganz niedlich. Ich habe ihn mit reingenommen, weil er das irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwas hatte er. Ich kann euch nicht sagen was, aber er hatte was. Ja, moin moin, Lucy Jonas. Und zwar mache ich hier bei der Verlosung quasi mit, aber ich will eigentlich gar keinen Stuhl gewinnen, so weil ich habe hier einen guten X-Racer, mit dem bin ich eigentlich doch zufrieden. Aha, da geht einer fremd. Es sei ihm verziehen, aber Nobelchair sind halt doch ein bisschen besser vielleicht als DX. Irgendwas. Ich sag dazu nichts. Ja, mein Kumpel hätte gerne einen. Ja, ansonsten, ich würde mich auch gerne mit dem Kalender zufrieden geben. Ich hätte nämlich gerne einen, aber. Er macht also wegen dem Kalender mehr mit und wegen seinem besten Kumpel. Ja, machst du. Wie süß er gerade so gegrinst hatte. Irgendwie fand ich den niedlich. Ist ein geiler Typ, Jonas. Ja, das war's. Weiter geht's mit Video Nummer 10. Pascal, I'm Mensch Official. Alter, Instagram-Namen sind echt, echt kacke. Ohne Witz. Hey Lucy, wie du siehst, habe ich mir einen neuen Schreibtisch mit praktischer Stehfunktion gekauft. Oh, guck mal. Habt ihr sie entdeckt? Alle haben sie Katzen. Männer mit Katzen sind einfach göttlich. Das ist ein Schlafplatz für meine Katze, die im Übrigen auch Lucy heißt. Denn die muss immer... Hauptsache, er hat auch meinen Cap an. Richtig geil. Oh, hallo, du süßes Ding. Nee, ich glaube, der ist auch schwarz, glaube ich. Oder sie, ja. Man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein mega süßes Ding. Hat er auch gut süß zusammengeschnitten, fand ich. Hey, du. Ja, der junge Mann hat es auch verdient, hier reinzukommen, finde ich. Gut überlegt und freue mich drauf. Also, nächster junger Mann ist Marvin. Und ich glaube, Marvin sammelt Anime-Figuren oder das war ein bisschen laut, zockt sehr viel, würde ich sagen. Er zeigt auf jeden Fall seine Sammlung. Sieht von hier aus voll chillig aus und das ist natürlich auch geil. Sieht voll gut aus, ey. Ich weiß aber, aha, geiler Typ, hat auf jeden Fall noch schnell mein YouTube-Video geöffnet, zumindest das Logo. Ja, ja, ihr Schlawiner. Aha. Jetzt, ich glaube, der steht auch ein bisschen auf Hentais. Hier auf jeden Fall mal völlig vorgesorgt. Ich glaube, da lässt es sich ganz gut drauf abwichsen. Sieht aber echt geil aus irgendwie. Also, könnte ich mir irgendwie auch vorstellen, so 10 Ärsche hier so vor mir liegen zu haben. Ja, okay, das... Ja, den Stuhl... Weiß nicht, ob der an den PC gehört, das ist eher so ein Esszimmerstuhl, da hätte ich auch gern neuen. In diesem Sinne bleibt mir leider nicht mehr viel Zeit. Ich würde gerne teilnehmen und habe ein bisschen was Kreatives für dich gemacht. Ja, vielen Dank, Marvin.
Geile Sammlung hast du auf jeden Fall. Next one. Schnickers, Schnickers oder wie auch immer man es sagt. Oh Noble Chair, von ganz schön. Reimt er das gerade alles? Und ey, wie geil, ja, ich hatte doch gesagt, dass er von Berlin den weiten Weg nach Hamburg gemacht hat. Und ich glaube, der Noble Chair reist gerade. Bald, da kommst du her. Viele Kilometer bereits auf dem Buckel. Und dennoch siehst du aus wie einst mein Schnuppel. Okay, das war richtig schlecht. Und dennoch siehst du aus wie einst mein Schnuckel. Und dann zeigt er seinen Gammelstuhl. So ein neuer Stuhl wird sich hier schon gut machen. Denn momentan sterben alle meine alten Sachen. Aber es irgendwie siehst du, dass er das gereimt hat. Er hat sich voll Mühe gegeben. Also, ja, es ist vielleicht nicht hundertprozentig qualitativ das Allerbeste. Aber ich finde, es muss auch belohnt werden, dass sich Menschen Gedanken machen. Ich finde das eigentlich ganz süß. Die Lucy, die verschenkt dich gern. Da freut man sich ja glatt so fern, du lieber Stuhl, wer bei mir landest. Auch geil, dass er erstmal ein Foto wirklich von so einem Nobelcheck-Karton eingeführt hat. Nice. Und deinen Weg zu mir problemlos fandest. Und sweet. Irgendwie fand ich das süß. Weil ja, es ist qualitativ halt nicht das Allerkrasseste, aber Menschen, die sich Gedanken machen, ich finde, Gedanken machen muss immer belohnt werden. Der nächste ist Dr. Dr. Business. Was auch immer er sich jetzt einfallen lässt. Er hat es auf jeden Fall um 22.19 Uhr gedreht. Ich glaube, er ist auch eher so ein, ich mache alle Dinge abends, so wie ich. Ist er jetzt gerade mit seinem Stuhl zusammengebrochen? War das gerade der Sinn davon? Hallo Lucy, du fragst dich sicher, ob das wehgetan hat. Natürlich nicht. Irgendwie hat er so eine Stimme, die so leicht schleimig wird. So, also zumindest seine Betonung ist so sehr schleimig irgendwie. Wieso möchte ich diesen Stuhl gewinnen? Nun, das sage ich dir. Ich spüre zwischen uns eine Verbindung. Welche Verbindung, fragst du? Jetzt wird's ein bisschen gruselig, glaube ich. Nun ja, wir beide sind Geschäftsleute. Okay. Und um meine Geschäfte besser verrichten zu können, brauche ich deinen Stuhl. Also, bitte entscheide dich. Ach stimmt, er heißt ja auch Dr. Dr. Business. Also, er möchte den Stuhl, damit er besser Geschäfte machen kann. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas war so ein bisschen cringy da dran, aber irgendwie, er hat sich halt Gedanken gemacht. Wir wollen das jetzt gar nicht auseinanderpflücken. Ihr habt ja die Chance abzustimmen. Und kommen wir zum letzten Video. Und das ist A.Raffi1. In dem Sinne würde ich sagen, let's start the party. Hat sich da gerade eine Katze gespiegelt? Ich muss es nochmal starten. Er hat sich nicht eine Maske aufgesetzt, oder? Ja, also er hat sich schon mal kreativ betätigt, indem er mein Foto geöffnet hat und diesen wunderschönen Nobelschein mit reingepackt hat. Er hat sogar eine Cap von mir. Meine Herren, da scheint ja jemand mich schon länger zu verfolgen. Finde ich übrigens immer nice. Die ist übrigens, glaube ich, auch schon ausverkauft. Also ich glaube, davon gibt es gar keine mehr. Geiler Typ. Oh nein, er wedelt seinen Katzenschwanz. Kommt mir dann bitte immer auf so einen Mist, ey. Aber wenn ich diesen Stuhl schon sehe, dann weiß ich, der braucht auf jeden Fall einen neuen, der Typ. Hey, sind Sie auch diese ständigen oder mir Rückenschmerzen da? Dann. Das erinnert mich so ein bisschen an so eine Teleshop-Werbung. Brauchen Sie unbedingt den Nobelchef von Lucy Cat, damit auch Sie wieder den Schwanz katerfrei streicheln können. Damit auch Sie wieder Ihren Schwanz katerfrei streicheln können. Alter Falter, ey. Jetzt kommt mal der Oberkrach, ey. Dieses Foto. Irgendwie macht mir das ein bisschen Angst, aber irgendwie könnte ich es mir auch gut als Hintergrundbild vorstellen. Ich glaube, das wird mein neues Hintergrundbild. Vor allem alleine mit seinem steifen Schwanz hier. Er kann das nicht ernst meinen. Geiler Typ. So, ihr Lieben, ganz ehrlich, ich finde, ihr habt euch mega krass Mühe gegeben. Bin mega froh, so eine geile Community zu haben, die sich auch Gedanken macht, weil es wird ja oft gesagt, meine Community wären nur alte Säcke und ihr wisst, es ist nicht so oder ihr habt gerade gesehen, ich habe sehr kreative junge Menschen als Community, ich freue mich darüber mega. In diesem Sinne, guckt jetzt bitte in die Kommentare, denkt an Hashtag Gandalf und Hashtag Barbie, falls ihr meine Haarfarbe bewerten wollt. Ich bin sehr gespannt, was bei rauskommt. Und liked bitte das Video, was am besten war. Ihr entscheidet jetzt bitte, wer für euch gewonnen hat. Liked das Kommentar, was am meisten geliked wird, gewinnt diesen Nobelchair. Ihr habt Zeit bis nächste Woche, Sonntag, 18 Uhr, ganz wichtig, dann ist finito. Derjenige hat dann gewonnen
Und ich werde den Gewinner dann benachrichtigen. Und wenn jemand vielleicht auch aus der Nähe kommt, werde ich den vielleicht auch persönlich vorbeibringen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Gebt dem Video auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ich öfter was verlosen soll, vielleicht haben wir ja nochmal die Chance demnächst. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Dicken Kuss an euch und bis dahin. Ciao, ciao. Und Abo nicht vergessen und so. Ihr kennt das Spiel. Vielleicht aktiviert ihr auch mal die Glocke. In diesem Sinne, bye, bye.